Wir sind hier in Marburg ein Zentrum für blasenbildende Autoimmunerkrankungen. Wir forschen ja gerade den Pemphigus sehr ausgiebig. Wir bekommen auch viele Zuweisungen von Patienten mit Pemphigus eigentlich aus ganz Deutschland. Und viele Patienten wenden sich an uns mit Fragen. Und ich muss sagen, aus der klinischen Arbeit, diese Patienten zu betreuen, zu verfolgen über die Jahre, beinhaltet auch sehr viel Vertrauen von Seiten der Patienten. Also wenn man ein sehr intensives Arzt-Patienten-Verhältnis, würde ich sagen. Pemphigus ist eine blasenbildende Erkrankung in der Haut, wo es aufgrund von Fehlregulation des Immunsystems zu sogenannten autoreaktiven Antworten des Immunsystems kommt und infolgedessen zu Veränderungen in der Haut, die sich dann in eben diesen blasenbildenden Reaktionen etablieren. Dabei richtet sich das Immunsystem der erkrankten Person gegen Strukturen des eigenen Körpers. Es kann nicht mehr zwischen körperfremden und eigenen Strukturen unterscheiden. Der Körper bildet Antikörper gegen sich selbst, was zu schweren Schäden führen kann. Bei der Immunantwort spielen verschiedene Arten von Immunzellen eine Rolle. Wenn Krankheitserreger, zum Beispiel verletzungsbedingt, in den Körper eindringen, erkennen Fresszellen die Krankheitserreger, nehmen sie in sich auf und verdauen sie. Anschließend präsentieren die Fresszellen Teile der verdauten Krankheitserreger, sogenannte Antigene, auf ihrer Außenhülle. Diese Antigene können dann von T-Zellen erkannt werden. Die T-Zellen wiederum interagieren mit den B-Zellen, welche Antikörper produzieren können. Dieser Vorgang dauert mehrere Tage. Darum bildet der Körper Gedächtniszellen, um bei einer erneuten Erkrankung schneller reagieren zu können. Doch wie kann der Körper zwischen eigenen und fremden Strukturen unterscheiden? Jede T-Zelle besitzt einen Rezeptor, der eine spezifische Antigenstruktur binden kann. Im Thymus muss jede T-Zelle einen Test durchlaufen, bevor sie in den Körper entlassen wird. Im Thymus verdaut der Körper kontinuierlich eigene Strukturen und es wird geprüft, ob die T-Zellrezeptoren körpereigene Strukturen erkennen. Ist dies der Fall, werden die T-Zellen aus dem Verkehr gezogen. Bestimmte Voraussetzungen, um an Pemphigus zu erkranken, sind beispielsweise eine genetische Veranlagung oder genetische Prädisposition. Aber die ist in der Regel nicht ausreichend, um zu einem Ausbruch der Erkrankung zu führen, sondern es müssen noch weitere Ereignisse eintreten, sogenannte Kofaktoren wie zum Beispiel virale Infektionen, bestimmte Umwelteinflüsse oder aber die Einnahme von Medikamenten, die letztendlich zu einem Ausbruch der Erkrankung führen. Das heißt, unser Schwerpunkt ist beispielsweise die Analyse von T- und B-Lymphozyten. Wie interagieren diese beiden Zelltypen miteinander und wie kommt es am Ende zu einer Sekretion von Antikörpern bzw. im Falle des Pemphigus zu Autoantikörpern, die letztendlich bei den Patienten die typischen klinischen Symptome hervorrufen. Im Falle vom Pemphigus bildet der Körper Antikörper gegen die Eiweiße Desmoglein 1 und Desmoglein 3, der Zell-Zell-Verbindungen der obersten Hautschicht. Dadurch sind die Zellen der Epidermis nicht mehr ausreichend untereinander verbunden, was zum Ablösen der obersten Hautschicht und einer Blasenbildung führt. Diese Blasen sind instabil und können leicht aufplatzen. Mit der Studie Phase 1, die wir jetzt gerade durchführen, wollen wir kontrollieren, dass dieses Medikament von der Patienten gut vertragen wird und dass die Patienten keine Nebenwirkungen haben. Ziel wäre, dass die Patienten, die das Präparat bekommen, keine Antikörper mehr haben, die diese Pemphigus vulgaris verursachen können. Aber in erster Linie sollten wir jetzt prüfen, dass das Präparat gut vertragen werden kann. Mäuse wurden von uns gentechnisch so verändert, dass sie in Bezug auf Pemphigus ein menschliches Immunsystem darstellen. Wird diesen Mäusen nun Desmoglein 3 gespritzt, löst dies eine Immunantwort aus, die nahezu der eines Pemphigus-Patienten entspricht. Dieses Modellsystem kann anschließend mit neuartigen Wirk- und Behandlungssystemen kombiniert werden, um deren Einfluss auf die Desmoglein-3-spezifische Immunantwort zu untersuchen. Der zusammen mit einem Pharmaunternehmen entwickelte Nanopartikelwirkstoff konnte das Immunsystem der Mäuse normalisieren.
Wir gehen davon aus, dass es möglich ist, die Reaktion des Immunsystems auf bestimmte Strukturen mit diesen Nanopartikeln zu regulieren und eine Toleranz zu erzeugen. Toleranz bedeutet, dass das Immunsystem wieder dahin zurückgeführt wird, wo es herkommt, dass körpereigene Eiweiße, unsere Haut, unsere Organe vom Immunsystem nicht angegriffen werden. Das ist beim Pemphigus gestört. Beim Pemphigus fehlt die sogenannte Immuntoleranz gegen bestimmte Eiweiße der Haut, die wichtig für die Haftung der Hautzellen aneinander sind. Und diesen Zustand der Toleranz, dass diese Hauteiweiße nicht angegriffen werden vom Immunsystem, die wollen wir durch diese Phase-1-Studie sozusagen wiederherstellen. Es lohnt sich am Ende, so etwas zu machen, ja, weil ich denke, man kann Menschen damit helfen. Man profitiert selber durch den Erkenntnisgewinn. Und man muss das Vertrauen haben und auch immer den langen Atem haben, dran zu bleiben und dass man dahin kommt, wo wir jetzt sind, diese Phase-1-Studie, die vielleicht zu einer neuen Therapie führt.